Stefan Moss, das ist das Allerletzte. Seine Mutter schießt gegen Ex-Anna Karina. Es reicht. Stefan Moss Mutter Stefanie platzt nach den ganzen Anschuldigungen von Anna Karina Wojcik der Kragen. Armer Stefan Moss, 48. Seit 1,5 Jahren sind der Schlagersänger und seine noch Ehefrau Anna Karina, 31, getrennt. Die Scheidung läuft. Wie so oft nach einer Trennung geht es ums Geld. Ein Nervenkrieg für den Entertainer. Stefanie Moss, ich will diese Person niemals mehr wiedersehen. Eine, die ihm in dieser schweren Zeit beisteht, ist seine Mama Stefanie, 82, und die lässt kein gutes Haar an ihrer noch Schwiegertochter und packt aus. Ich möchte nicht, dass die Frauen meinen Sohn ausnutzen, erklärt sie. Er ist doch ein ganz lieber. Die 82-Jährige redet sich regelrecht in Rage, wenn sie über Anna Karina spricht. Die Sängerin hatte Stefans Alkoholkonsum öffentlich angeprangert, er sei ein anderer Mensch, wenn er getrunken habe. Außerdem sei er zu besitzergreifend und lasse ihr kaum Luft zum Atmen. Er müsse endlich erwachsen werden, so seine bald dritte Ex-Frau. Wie die über meinen Sohn herzieht. Wie kann man die Person, die man mal geliebt hat, so erniedrigen? Das ist das Allerletzte, so die Rentnerin. Ich will diese Person niemals mehr wiedersehen. Das Tischtuch zwischen den beiden Frauen scheint zerschnitten. Stefans Mama und Anna Karina werden sicher keine Freunde mehr.